Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück im LS22 in Riebach. Und wie ihr seht, bin ich immer noch fleißig am Häckseln. Ja, und wie ihr auch seht, habe ich so meine Probleme mit dem kleinen Bührer. Der schafft es einfach leistungstechnisch dann doch nicht in jeder Situation gut zu performen. Es ist mir zu anstrengend gewesen, deswegen habe ich dann auch doch mit dem Massey Ferguson alles gemacht. Also so wie ihr es vielleicht beim ersten Mal in den ersten Folgen kanntet, wo wir ja auch schon uns da mit dem anderen Waldstück auseinandergesetzt haben. Ja, da habe ich ja alles mit dem gemacht und jetzt habe ich es mit dem auch so gemacht. Ich habe auch alles selber gefahren. Ich habe jetzt nicht großartig mit Autodrive und Co. Das war mir im Endeffekt dann doch alles zu anstrengend. Weil das Problem ist natürlich, wenn wir Autodrive einrichten und es ist nicht ganz 100% optimiert und wir wollen parallel arbeiten, dann haben wir zu viel Stillstand. Ne? Und dann kann ich die Zeit auch einfach nutzen und fahre einfach die 2 Minuten hier hoch und lade selber ab. Genau. So, falls ihr euch wundern solltet, warum der Sense ein bisschen... Ne? Ja, ihr seht's, ne? Bäume mitnimmt und Co. Der Sense ist nicht ganz bei der Sache, das gebe ich zu. Ich war gestern auf einem Konzert und ja, meine Stimme, man hört es vielleicht noch, ist ein bisschen angekratzt und ich bin auch nicht ganz unbedingt fit. Ich habe das heute Morgen im Zeitraffer aufgezeichnet. Ihr seht das jetzt gerade alles in 5-facher Geschwindigkeit drüber laufen. Das hat echt ordentlich an Zeit gekostet. Und damit mir das nicht zu langweilig wird, habe ich mir auf dem anderen Bildschirm ein paar Videos reingezogen. Deswegen, ja, sollte ich mal kurz ein bisschen irgendwie... Dann liegt das einfach daran, wenn ich da nicht ganz 100% mein Augenmerk hier im Gameplay habe. Das macht aber nichts, ne? Ich meine, es geht ja hier darum, dass ihr in dem Timelapse nochmal so ein bisschen mitbekommt, okay, was hat der Sense so gemacht? Und für den einen oder anderen ist es aber auch sicherlich zu langweilig. Dann... eine ganze Folge zu sehen, wo wir nur Bäume häckseln und das wollte ich dann ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen habe ich mich jetzt einfach für die Variante entschieden. Wir werden gleich nochmal ins Game hopsen und dann werden wir noch den Rest wegmachen. Das müssten noch maximal 2 Ladungen sein. Das kriegen wir danach hin und dann können wir noch ein bisschen Kastensturz machen. Auf jeden Fall hat sich die Aktion wieder gut gelohnt. Ne? Also klar, das hat Zeit gekostet. Wir sind oben bei 10.23 Uhr mit halber Geschwindigkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich 9 Uhr gestartet bin oder 8 Uhr. Aber selbst mit einem Start 9 Uhr würde das bedeuten, ne, 0,5, dass wir Echtzeit 3 Stunden hier gehäckselt haben. Ich finde, das passt schon so. Ne? Es ist halt dafür, was wir letzten Endes rausgeholt haben, pro Minute gerechnet, wieder echt viel Kohle. Und ich weiß nicht, könnte man ja überschlagen. Ne? Aber ich habe gerade keine Lust zu rechnen. Überschlagt es euch selber, schreibt es mir sonst in den Kommentaren, was ich hier dann pro Minute eingenommen habe. Ich bin unterm Strich zufrieden. Ne? Wir müssen dann natürlich gucken, dass wir das Ganze hier wieder auffrusten. Das wird passieren. Ne? Ich habe hier oben noch ein paar Bäume rumstehen. Weil da die Frage kam, Sense, was willst du mit dem Grundstück machen? Ja. Genau, also hier werden wahrscheinlich einfach wieder Bäume drauf kommen, weil ich das schon schön finde, mal ein bisschen die Feldflächen so, ja, dass man ein bisschen noch was anderes dazwischen hat. Aber okay, ich lasse ihn mal hier noch eine Runde fahren, ne, und werde jetzt mal ins Game switchen und dann machen wir den Rest noch weg. Okay, so, und ja, wie ihr seht, ist es bloß noch ein Bäumchen hier in der Ecke da. Jetzt muss ich erstmal wieder einklappen, das typische Problem. Genau, das machen wir jetzt noch schnell weg. Und dann haben wir die letzte Ladung sozusagen auch noch voll. Und dann werden wir irgendwo bei 320.000 landen. Das ist, wie ich finde, ein ziemlich netter Wert. Und ja, ich habe mir dann auch noch was zu den Baumstümpfen gedacht. Und das ist auch nochmal so ein Prozess, auf den ich ehrlich gesagt gar keine Lust habe. Und der auch ein bisschen anstrengend ist, weil diese Stuppen fräsen. Naja... ich weiß auch nicht. Also ich habe mir dafür gedacht, ich werde mir sehr wahrscheinlich den T-Rex einfach mieten. Und mit dem werden wir dann sozusagen hier die Baumstümpfe wegmachen. Dann geht das nämlich rucki zucki, dann sind wir hier mit dem Kram fertig. Und können dann wieder auffrusten. Denn das ist ja wie gesagt der Plan. Und dann können wir uns überlegen, wo wir noch ein bisschen Geld rein investieren wollen. Ne? Was ist sinnvoll, was nicht. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht großartig vorbereitet für mich. Wir haben ja schon über viele Dinge gesprochen. Ah, jetzt ist er schon wieder voll. Ich hab's wieder verpeilt. Ja, das ist immer das Typische. Man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie aus Versehen eine Sekunde zu viel wegguckt. Dann schmeißt man nämlich das ganze Hexegut einfach weg. Der stoppt nämlich nicht automatisch. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade.
Gibt es bestimmt auch eine Mod für, aber mein Gott, können wir uns schenken, wird schon so gehen. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal nochmal mit dem gleich verkaufen fahren. Und dann noch die letzte Runde einmal fertig machen. Könnte jetzt wahrscheinlich auch, es würde auch reichen, wenn ich den danach voll mache. So. Genau, was ist sonst so gerade los? Ja, bei mir nicht so sehr sonderlich viel. Ihr merkt das vielleicht, ne? Also es laufen echt so ganz emotionslos gerade 3 Videos zum LS in der Woche runter. Selbst Diablo 4 habe ich momentan ein bisschen runtergezogen. Soll eigentlich auch wieder ein bisschen was kommen, aber ich muss halt immer ein bisschen für mich gucken. Ne, es ist aktuell so, dass ich bei den Temperaturen, die wir hier in unserem guten Land haben, nicht wirklich viel Bock habe, viel Computer zu spielen. Auch unter der Woche, ne, da ist halt mal ein bisschen was anders. Ich hatte jetzt diese Woche, ja, 3-mal unter der Woche meine Tochter. Und da waren wir natürlich auch baden und haben andere Dinge gemacht und, ja, da ist so viel, was einfach gerade mehr Aufmerksamkeit bedarf, weswegen ich dann einfach auch so Sachen wie Spielen wieder ein bisschen zurückfahre. Aber das werdet ihr von euch auch kennen, ne? Das sehe ich ja, wenn ich so ein bisschen gucke, wie momentan so die Views sind und so. Das ist natürlich völlig klar. Schöne Jahreszeit, hat man nicht so viel Bock vom Computer zu hängen. Deswegen entspannt und ich bin wieder so in meiner Wochenend-Session, wo ich mal gucken werde. Das heißt, das ist jetzt die erste Folge, ist jetzt bei mir Sonntagnachmittag, die ich jetzt aufzeichne. Die muss ich natürlich noch rendern diesmal, weil ich ja das Timelapse davor habe. Und von daher lasst euch einfach überraschen, ne? Ich halte das ganz einfach so. Es könnte sein, dass die Woche plus 2 Folgen kommen. Vielleicht werden es auch 3, mal gucken. Ideen und was jetzt hier so ansteht, da ist eine ganze Menge. Aber ja, ich weiß noch nicht, ob ich das alles heute aufzeichne. Das ist sozusagen einfach nochmal der Punkt. Und unter der Woche muss ich dann auch mal gucken. Ich habe die Woche eine Prüfung. Ja, ich mache meinen Ausbilderschein letzten Endes. Und ja, da steht meine praktische Prüfung noch an. Da will ich noch ein bisschen was für machen. Da wird noch ein bisschen Zeit drauf gehen. Und von daher schauen wir einfach mal. Und Diablo will ich auch noch ein bisschen weitermachen. Die neue Season beginnt jetzt am Donnerstag. Und da will ich ganz gerne eigentlich noch das Pre-Season quasi nochmal abschließen. Denn da fehlt mir sozusagen noch der finale Bild, den will ich noch einmal hochladen. Diejenigen, die das ja auch interessiert, ne, so nur als Randnotiz. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Und dann beginnt die Season und dann wird es vermutlich wieder ein bisschen Diablo-lastiger, muss ich mal schauen. Aber ich will natürlich trotzdem weiterhin so ein bisschen am Wochenende vielleicht 1, 2, 3 Folgen für ein LS durchziehen. Ich habe auch immer noch genauso viel Spaß wie zur ersten Folge hier an dem Ding. Aber freue mich natürlich, wenn ich es, ne, ich übertreibe es halt nicht. So läuft es halt, wie es läuft, ne. Ist entspannt, gemütlich, ne. Wir kommen hier träge, aber gechillt voran und das ist ja auch was Cooles. Ne? Der Thomas hat letztens in die Kommentare geschrieben, der spielt immer noch im Orbelron. Also alle Achtung, wie man da so lange seinen Spaß dran hat. Aber ich finde das auch cool. Ne? Das ist halt im Endeffekt, es sagt einem ja keiner, man muss hier in der Woche sozusagen alle Geräte und alle Länder rein voll und fertig haben. Sondern man spielt halt einfach, wie man Bock hat. Und das ist das Schöne halt letzten Endes am Singleplayer, wie ich finde. So sehr mir der Multiplayer Spaß gemacht hat. Aber die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wie schnell ich das Spiel spielen möchte, ist halt mir echt viel wert. Ja. Und von daher passt das schon so am besten. So, jetzt machen wir hier den letzten Baum noch klein. Dann kommt er hier rein und dann können wir quasi den Häcksler zurückgeben. Der Rest, der hier rumsteht, das passt sozusagen, ja, dann nicht mehr hier in den Hänger. Ne, hier ist ja nichts mehr. Genau, ist nichts mehr da, was wir hier häckseln können. So. Einmal entlernen. Punktlandung mit 100% und dass er hier sozusagen weiter aufgefüllt hat. Ja, und ihr merkt, ne, das ist zäh. So ein Baum, bis der den hier reingeschnurpst hat und dann hier, bis wir den da wieder ausgepackt haben in den Anhänger, das dauert immer eine Weile. Und vor allem auch dieses permanente Zusammenklappen, Auseinanderklappen und so, das ist schon auch echt ein bisschen anstrengend. So, okay. Fertig. So,
Dann kann man das hier zusammenklappen. Ich glaube, wegfahren muss man nicht, denn die holen den dann einfach ab. Anhänger gehört uns und dann würde ich sagen, sind wir hier mit der Sache eigentlich schon ganz gut durch, ne? Noch einmal verkaufen und dann sind es tatsächlich doch 330.000 oder was um den Dreh, ne? Was haben wir jetzt hier? Ein bisschen mehr wie halb voll. Also 333.000 würde ich sagen. Schöne Schnapszahl. Finde ich gut. So, und dann können wir uns dann wirklich mal schön durchrechnen, was wir alles machen wollen. Also damit ist dann doch eine ganze Menge möglich, ne? Also wir müssen uns natürlich einmal noch das Gerät mieten, um die Bäume wieder aufzuforsten. Das würde ich wirklich zeitnah machen, tatsächlich. Ja, wie gesagt, Stümpfe würde ich tatsächlich mit dem T-Rex wegmachen. Ne, einige kennen diese Mod schon aus Oldstream Farm. Da habe ich den einmal schon im Gebrauch gehabt. Und der ist einfach geil, wenn man mal ein paar Bäume wegmachen will. Aber der ist auch einfach geil, um die ganzen Baumstümpfe wegzumachen. Weil der eine sehr, sehr große Range hat, in der er agiert. Ja. Werde er ja gleich sehen. Ich denke, wir werden uns den gleich noch mieten, werden dann noch ein bisschen aufräumen und den ganzen Kram und dann... Boah, es ist auch echt glatt hier. Es ist schon krass. Ich bin froh, wenn wir dann irgendwann im Januar landen. Im März landen oder so. Oder im April, wenn es dann wieder kein Schnee mehr liegt. Es ist aber hier auch echt, ne? Wenn man hier auf die Jahreszeit springt, dann liegt auch der Schnee halt einfach. So, noch auskippen. Genau. Und dann lasse ich ihn hier einfach mal automatisiert jetzt zurückfahren. Ne, so rum. Genau, du kannst Richtung Hof fahren, denn ich brauche dich jetzt sonst nicht weiter. Ist hier was... Na, tanken müsste er, reparieren müsste er auch mal noch. Ich glaube, den Shop habe ich nicht mit drin, ne? Ah ja, aber das ist ja gleich gegenüber vom Hof, von daher soll er da mal hinfahren. Konnte keine Werkstatt finden, genau. Der fährt jetzt zum Hof, das passt schon so. So, wir haben jetzt noch den anderen Trecker, der steht noch hier rum. Der kann dann auch gleich Richtung Hof fahren. Und wir geben jetzt erstmal unser Gerät zurück. Wir könnten natürlich jetzt ganz dreist einfach das Grundstück wieder verkaufen. Das ist eigentlich auch krass. Und würden dafür 107.000 Euro kriegen. Das ist schon echt heftig. Dann hätten wir richtig, richtig viel Kohle. Aber das finde ich dann ein bisschen unfair. Ne? Das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist meines Erachtens nach dann doch ein bisschen zu viel Cheating. Von daher lassen wir das. Wir geben einmal jetzt zurück. Ich überlege gerade doch nochmal an. Nee, das passt schon. Wir haben alles schick. Wir geben jetzt das Forstgerät zurück. So. Und dann würde ich jetzt einmal noch ein bisschen was mieten. Wir haben viel Kohle gemacht, deswegen nehme ich mir das jetzt einfach mal raus. Unter den Forstmaschinen mir den Lizard T-Rex hier zu nehmen. Konfigurieren, mieten. Ne, der kostet uns jetzt halt mal 10.000 Euro, aber der macht halt den ganzen Prozess so viel einfacher. Was ist denn hier Forst? Nein, ja. Achso, das ist einfach nur dieses Fenster da oben. Was gibt es denn noch für Reifen? Ah, da gibt es noch den größere. So, mit dem können wir jetzt noch ein bisschen rumhäckseln. Quasi die Baumstämme klein machen. Ich weiß, wie gesagt, mit einer Stumpenfräse, das wäre alles so viel günstiger gewesen. Das hätte man alles so viel schöner und schneller wahrscheinlich. Nee, schöner und schneller nicht. Aber günstiger hätte man es auf jeden Fall hinbekommen. Aber das Problem ist halt eben, dass es nicht schöner und nicht schneller geht. Und mit dem hier kriegen wir das einfach ruckzuck. Ne, ihr könnt ja mit dem Teil hier Bäume regelrecht annihilieren. Komplett, weil der ist eigentlich eher dazu gedacht, um mal Waldflächen komplett zu entfernen, wenn ihr sie nicht weghäckseln wollt. Ich will ihn jetzt einfach dazu nehmen, auf die Schnelle, um da einfach den ganzen Kleinkram mal wegzuholzen. Denn ja, mit Stumpenfräse da durchzugehen, das habe ich beim letzten Mal gemerkt, das hat mich so genervt. Und ich habe keine Lust, da jetzt noch eine Stunde drüber zu gehen. Ich glaube, das können wir uns hier schon dann nochmal mit rausnehmen. So. Aber das können wir ausblenden. Und dann muss ich mal kurz meine Ansicht wieder wechseln. Da ist er. Hier ist schon der erste, ne?
Ne, wenn ich den anmache, dann ist es einfach ruckzuck. Ich fahre wirklich bloß drüber und dann ist es halt einfach weg. Sollte es zumindest. Also ne, ein bisschen Zeit müsst ihr euch schon nehmen. Macht wahrscheinlich auch echt Sinn, hier in dieser komischen Ansicht durchzugehen, auch wenn das für euch jetzt nicht so sonderlich hübsch ist. Aber ich muss hier nicht anheben und senken und Kram, sondern ich fahre hier einfach drüber und finde das einfach sehr, sehr angenehm. Wir gehen mal nach Sichtkontrolle, gehen wir mal das durch, was wir hier finden. Das werden wir einfach umhauen und den Rest können wir dann einfach nochmal so ein bisschen so einen kleinen feinen Ansicht drüber gehen. Ne? Die kleinen Hölzer hier, die sollten vielleicht auch weg. Ich müsste das jetzt wahrscheinlich auch alles nicht wegnehmen. Ne? Ich könnte das vermutlich auch einfach alles liegen lassen und einfach drüber machen. Aber das ist dann auch sehr anstrengend, wenn wir dann im Folgenden dann irgendwann Bäume wieder häckseln. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich bin ja ehrlich, ich finde gerade ein bisschen Gefallen an diesem Kompromiss zu sagen, hier auf der Map echt sowohl Forst als auch Landwirtschaft zu spielen. Weil dann ist das, ne, dann hat man immer so diese schöne Abwechslung zwischendrin. Und ich finde, diese Geräte kann man auch gut mieten. Man muss halt gucken, ne? Es muss sich dann halt mal in einer großen Hauruck-Aktion, muss sich das dann eben mal lohnen. Sonst macht es dann auch keinen Spaß. Oder ist es auch nicht wirklich sinnvoll, wenn er dann permanent die teuren Geräte mietet und dann kommt nichts bei rum. Also ich habe tatsächlich sogar überlegt, ob es nicht mehr Sinn macht, sogar mit einem Vollernter sich den ganzen Kram einfach nur auf den Haufen zu schmeißen und danach einfach wegzuhäckseln. Aber das wäre halt nochmal ein bisschen teurer. Wir müssen mal gucken. Wenn ich solche Geräte gut in einem Angebot finde, könnte ich mir vorstellen, das perspektivisch auch zu kaufen. Hier oben eigentlich rum. Naja. So. Auch krieg mal okay. Ne, ihr merkt, es ist halt nicht perfekt. Also es ist halt ein ganz anderes Feeling als mit dem anderen. Also ihr kriegt es halt auf jeden Fall kaputt. Ihr müsst ja auch, also es ist nicht so, als ob es trotzdem ein kompletter Selbstläufer ist. Ne, ihr müsst trotzdem ein bisschen gucken, wo sind die Baumstümpfe, um die wegzumachen. Das finde ich halt auch gut so, wie das ist. Aber es ist halt trotzdem wesentlich angenehmer als mit dem anderen Gerät. Also so, finde ich, sollte es halt standardmäßig eigentlich sein. Ist es aber nicht, ne? Das ist mit der Stumpenfräse. Ich verstehe auch, dass man ein bisschen mehr Zeit reinstecken muss. Ich persönlich habe da nicht so viel Spaß dran. Von daher, nö, ist das so für mich schon wesentlich angenehmer. So. Ich weiß, was ich euch nicht beantworten kann, ist, ob es das Ding auch für Konsolen gibt. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, falls da irgendwie jemand Interesse an dieser Mod hat. Das müsstet ihr dann mal selber schauen. Ne? Wie gesagt, das Teil heißt, wie unten jetzt da steht, Lizard T-Rex 600. Aber ich... Nee, ich weiß es einfach nicht. Ich kann es euch nicht beantworten. Müsst ihr selber mal schauen. Na, wo hänge ich? Na, hier ist Baumstumpf. Ich bin mal gespannt, wie viele wir dann übersehen haben. Ne? Wir gehen ja jetzt momentan wirklich nur nach Sicht. Und ich denke, da werden einige Baumstümpfe dabei sein, die wir einfach nicht gesehen haben, die immer noch hier irgendwo in der Erde stecken. Da bin ich gerade dran vorbeigefahren. Okay. Vor allem, wenn die so versteckt in den Büschen sind. Andersrum betrachtet, wie ich die Büsche aber eigentlich auch nicht wegmachen, weil ich meine, die gehören halt nun mal dazu.
Jetzt nehmen wir das hier oben noch weg. Okay, so. Hier noch? Müssten wir es ja gleich haben, oder? Jetzt hätte ich mal mitsehen können, wie viele Bäume es letzten Endes waren. Aber man hat ja immer so einen gewissen Durchschnitt, ne? Klar, die 36 Meter Varianten von den Kiefern, die sind natürlich, die bringen richtig, richtig Holz, ne? Das ist schon Wahnsinn, was man da, also da ist dann immer, also da reicht eine Füllung von dem Häcksler nicht. Ich weiß gar nicht, was für eine Kapazität hat denn der Vollhäcksler, also der gibt ja noch eine Variante, die quasi selbstfahrend ist. Der hier, der kriegt wiegt der 32 Tonnen oder hat er 32 Tonnen Kapazität? Oder nee, der lädt direkt in den Anhänger, oder? Hinten ist der Motor. Der hat keinen eigenen Tank. Der häckselt einfach nur, der hat halt eine wesentlich größere Fläche, ne? Der Kran ist auch wesentlich größer, das ist angenehmer. Ist schon eigentlich eine coole Sache, ne? Aber halt auch arschteuer, das Ding. Da ist noch einer. So, und jetzt müsste ich hier, glaube ich, mal drüber fliegen und den Modus hier aktivieren, um zu gucken. Hier liegt noch ein kleiner Scheitel, aber wegen dem geht es wohl weiter. Ansonsten sieht das, was wir hier erwischt haben, ganz gut aus, oder? Das ist immer eine merkwürdige Ansicht. Hier ist noch einer. Da und da vorne. Okay, also die beiden auf der Vorderseite und hier hinten ist noch ein Scheitel. Gucken wir mal den Scheitel hier finden. Da drüben, glaube ich. Sind hier Pilze? Sieht man von hier gar nicht. Seht ihr das? Ja, hier sind Pilze drunter. Süß. Ja, und den Scheitel sehe ich echt nicht. Da vorne liegt er. Aber wirklich bloß so ganz leicht angedeutet. Jetzt ist er weg. Er ist vom Prinzip ist das kein Problem mit den Scheiteln, aber das Ding ist halt, dass man dann überhaupt nichts machen kann mehr. Also es ist halt ein Element, was da ist. Und ihr könntet theoretisch kein Landscaping machen, wenn das Ding ist, weil der dann immer das als Objekt erkennt, was da ist. Das ist ein bisschen nervend. So, da drüben ist einer. Ich will hier, um ehrlich zu sein, auch jetzt nicht wirklich landscapen. Wir lassen das Grundstück einfach, wie es ist. Ne, auch für unsere Baumschule oder glätten wir. Wir könnten es vielleicht ein bisschen runterglätten, damit es dann einfacher auch mit den anderen Fahrzeugen zu befahren ist. Aber eine grobe, realistische, wenn ich schon ganz gut, ne? So. Jetzt gucken wir nochmal durch, ganz in Ruhe, einfach Stück für Stück. Aber ich glaube, ich habe es dann ganz gut zusammen hier, ne? Hier ist auch noch ein Holzscheitel. Naja, wegen dem einen Scheitel geht's weiter. Wir bleiben halt immer ein bisschen hängen. So, der liegt jetzt hier vorne. Okay. Und dann können wir den T-Rex sozusagen auch schon wieder zurückgeben. So, wo liegt er? Ich sehe ihn nicht. Es ist echt da oben. Ah, ein bisschen links, linke Hand. So, jetzt müsste es gleich... Schnurps, Schnurps, genau. So, alle ist das Ding. So, und damit können wir den T-Rex eigentlich auch schon wieder zurückgeben. Dann haben wir das auch erledigt. Und dann ist das Thema einmal wirklich abgegessen. Und ihr habt gemerkt, das ist schon sehr, sehr angenehm. Genau, so, jetzt können wir kurz überlegen. Also, wir haben ja noch eine Palette hier oben rumstehen irgendwo. Ich glaube, die steht... lasst mich überlegen.
Ich hätte gedacht, die steht hier. Vermutlich doch nicht. Wo habe ich die Bäume hingestellt? Also nicht die Bäume, sondern unsere Setzlinge. Es könnte auch sein, dass die in der Garage stehen irgendwo. Nö. Bin ich doof? Okay, wir können ja mal gucken. Die müssten ja, wenn dann, hier drin sein. Setzlinge. Kein Standort. Also da waren noch 126 Liter drin. Ich habe keine Ahnung, wo die Setzlinge sein sollen. Auf jeden Fall sind sie gerade nicht da. Zur Not müssen wir uns da eine neue Palette kaufen. Dann ist es jetzt halt einfach so. Ist zwar schade, aber kann das gerade nicht so richtig reproduzieren. Ich hätte gedacht tatsächlich, dass ich die Setzlinge habe hier stehen lassen irgendwo. Aber offensichtlich war dem nicht so. Aber dadurch, dass der mir jetzt auch keinen Standort anzeigen kann, ist es ein bisschen merkwürdig in meinen Augen. Und ich habe keine Ahnung, ob ich die nur hier hingestellt. Ich dachte, ich habe das Gerät hier zurückgegeben irgendwo. Da sind sie. Ah, bevor ich das... Nee, das nervt mich. Wir nehmen die Setzlinge mal hier vor und stellen die mal hier hin, sodass ich das für mich besser nachvollziehen kann und da kann ich sie besser abholen. Ah, Moment, falsche Anzeige, das wollte ich eigentlich gar nicht. Weg. So, danke. Genau. Okay, gut. Das können wir uns ganz gut merken. Also, wir wollen Bäume aufforsten. Ne? 126 Bäume sind jetzt noch hier drin. Die werden wir da oben auf dem Feld irgendwie verteilen. Da werden wir uns das Gerät noch mieten. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Und danach können wir eigentlich schon Gas geben und können eine BGR stellen, Freunde. Das wird dann nochmal ein ganz entscheidender Punkt werden. Ich glaube tatsächlich... Lass uns mal kurz rüberrödeln. Wo haben wir... Nee, Moment. Hier wollte ich reingucken. Genau, Silage. Wir haben ja noch ein bisschen Gras. Wie viel ist denn jetzt noch in unserer Silageproduktion drin? 135.000 Liter. Das heißt, das kann wunderhübsch, kann das dann einfach in dieser BGA landen. Das wird richtig, richtig schön. Und damit werden wir dann eigentlich unsere Finanzen ein bisschen ankurbeln. Und ja... Also ich denke, uns steht jetzt eine rosige Zukunft bevor, wenn wir uns jetzt hier den ganzen Kram ausbauen können. Ne, Silage und den ganzen Kram machen, dann können wir die Gärreste da machen und dann den Gärreste-Trockner noch mit dazustellen. Das kostet auch nochmal ein bisschen Kohle. Aber da würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen rein investieren wollen. Ne, sprich einmal als Produktion, klar, was wir gesagt haben, hier diese BGA. Ich lasse mir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen, aber ich vermute tatsächlich, dass wir das irgendwie hier nutzen werden, den Bereich. Und ich vermute auch, ich weiß gar nicht, Bioheizkraft, nee, ich glaube, das lohnt sich alles nicht für uns. Aber Gülle- und Gärreste-Trocknung. Ich denke auch, dass wir dieses Teil nutzen werden, einfach damit wir den Dünger haben, den wir dann nutzen können für diese Gebäude. Und dann können wir da nochmal ein bisschen schauen, ob wir nicht doch auch mit den Baumschulen und so arbeiten wollen. Vielleicht stellen wir da tatsächlich nochmal ein Gebäude auch hier mit hin. Könnte ich mir auch mit vorstellen, ne? So. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Und dann habe ich ja noch ein bisschen überlegt, wie wir das mit Schafen und dem ganzen Kram realisieren wollen. Also, ich bin mir immer noch unsicher, ob ich mir nicht einen Hof hier hinten holen soll für die Schafe. Andersrum betrachtet ist es halt doch auch alles sehr, sehr weit weg, ne? Ich finde den hier auch immer noch total cool mit diesem kleinen Gebäude da oben drauf. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich glaube, hier oben war der Schafhof, ne? Aber der ist halt echt weit ab vom Schuss. Und bis auf Schafe gibt es hier halt mal echt nichts, ne? Also das sieht alles schön aus, aber ich glaube, das bekommen wir unten bei uns auch gut realisiert. Ich glaube, das werde ich mir hier nicht gönnen.
so schön das aussieht, sondern wir werden, denke ich, eher mit den Stellen hier arbeiten, die wir hier haben, wo wir auch ein bisschen mit Wasser arbeiten müssen und so. Ich denke, darauf werde ich zurückgreifen. Und da müsste man aber tatsächlich dann mal überlegen, ob man nicht sagt, man stellt so einen Schafstall hier oben rein, wobei das wieder sehr, sehr eng ist. Ne? Vielleicht auch doch eher so in so eine Richtung. Ne? Hier oben rein. Ne? Es kann ruhig ein bisschen weg sein. Es muss nicht hier direkt am Kuhstall stehen. Oder vielleicht eins von den Feldern da hinten. Oder hier rein. Hier könnte ich mir einen Schafstall echt gut vorstellen. Das gefällt mir richtig gut. Ne? Man würde das Feld hier ein bisschen krüppeln. Klar, ist klar. Aber hier könnte ich mir das echt schön vorstellen. Und dann könnte man überlegen, ob man hier in dem Bereich dann irgendwie das noch mitkauft und dann mal guckt. Dann hat man hier die Bäume daneben. Doch, das gefällt mir. Schreibt mir gerne nochmal euren Senf dazu in die Kommentare. Aber ich glaube, hier oben könnte ich mir das gut vorstellen. Da könnte man ein bisschen Wiese mit nutzen. Könnte aber auch gegebenenfalls da dann auch ein bisschen was an Produktionsgebäuden hinstellen. Wobei, hier ist ja die Molkerei, die wollten wir uns kaufen. Und dann können wir uns halt noch überlegen, ob wir, wie wir mit den Spinnereien vorgehen. Ne, denn da würde ich dann auch mal welche stellen. Da müsste man mal gucken, welche Gebäude es dazu alles gab. Da gibt es ja immer meistens die Spinnerei nach Maß, wäre noch so eine Option. Wobei ich hier jetzt nicht ganz zufrieden bin. Die ist optisch nicht ganz so hübsch und kostet halt auch wieder viel. Ne? Ich glaube, ich würde lieber mit den Einzelgebäuden arbeiten. Ja, mal schauen. Wir gucken uns das an. Ich danke euch auf alle Fälle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.